Hey Leute und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Und wie ihr seht, spielen wir heute in der neuen Runde wieder auf der guten alten Map Tuk Tuk Island. Und letztes Mal war das, erst vorgestern, glaube ich, war das ja eine einstündige Folge. Krasse Sache auf jeden Fall. Ich hoffe, das Ganze können wir etwas schneller beenden, weil eine Stunde ist schon eine krasse Sache. Und ja, diesmal vielleicht auch, dass ich am Ende als Gewinner dastehe. Mal gucken, was sich da machen lässt. Auf jeden Fall, ich bin Team Grün. Geil, wir haben nur noch zwei Spieler, ist stark. Ja gut, was willst du tun, ne? Nichts kannst du da machen. Da hast du halt Pech. So. Ihr habt doch schon welche gehört, ist nicht so stark. Ich habe die Treppe auch ein bisschen zu spät gebaut. Aber gut. Das soll mir nichts ausmachen. Erstmal direkt versuchen, das Bett von Rot weg zu rushen. Ohne Pickaxe und so ist das natürlich so eine Sache. Er will sich jetzt den Bow gönnen. Na ja, okay. Hat nicht funktioniert. War klar. Schade. Ich hätte vielleicht doch eher die Mitte halten sollen. Also versuchen die Mitte. Mitte halten ist jetzt gut, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Da steht jetzt einfach mal. Ach, das ist unser, der voll equipte da. Ja, ich hoffe, der arbeitet dann auch ein bisschen. Nee, er wurde einfach gesnackt. Ja. Wenn er kein volles Equip hatte, dann, okay. Starke Leistung übrigens. Wow, okay, war auch ein dicker Kampf hier, dieser One-Hit. Ein One-Hit-Wunder. One-Hit-Wunder. Yes. Okay. Da konnten wir nochmal vor dem Bogen fliehen. Jetzt müssen wir uns aber beeilen hier, weil da kommt einer. Oh, das war genial. Also Torm, ich bin echt stolz auf dich. Diese Szene muss ich mir eigentlich noch mal in Zeitlupe angucken, weil die war ja einfach genial von mir. Dieser Sprung, habt ihr den gesehen? Dieser nicht machbare Sprung, wie ich ihn gemeistert habe, ja. Nein, 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 das ganze Gold ist nun fort. So, das Problem ist, Rot ist gut equipped. Rot ist gut equipped. So. Okay, wir müssen irgendwie zum Bett von Rot kommen, damit die erstmal so ein bisschen ausgeschaltet sind. Oder wir müssen deren Bogen kaputt machen. Wir müssen unser Bett einbauen. Ja, mach doch mal ganz kurz. Dafür brauchen wir ja nicht zwei. Okay, der Bogen von Rot ist gerade irgendwie nicht so vorhanden. Ist schon mal nicht schlecht für mich. Als kleinen Sneaky Rusher. Er lässt mich auch einfach... Ja, lass mich mal machen, ne? Ist stark. Einer weg. Zweiter weg. Gold holen wir ihm hier auch noch weg. Okay, jetzt... Passt auf die Base auf. Damit da keiner hinkommt. Das wäre echt vorteilhaft. Den Rest erledige ich schon. Zumindest einigermaßen gut. Okay, er rennt zurück. Perfekt. Dann machen wir mal weiter. Team Blau ist an der Reihe. Team Blau sind die Auserwählten. Weil die auch noch drei Spieler haben. Kauft den Guten. Ich bin nämlich auch fertig mit Blau. Einer down. Zweiter down. Der dritte versteckt sich da. So, dritter down. Okay. Guten.
Ja, gönn dir ruhig. So, jetzt ist nämlich nur noch Gelb im Weg. Läuft. Brennt sogar. Ha, 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 ha. Ich weiß nicht, soll ich mir bei Gelb jetzt mal besseres Equip holen oder brauche ich eigentlich gar nicht? Weil die stehen gerade auch nur so ein bisschen dumm da. Bin mal gespannt, ob der Rusher wieder zuschlagen kann. Den hätte ich vielleicht gar nicht töten sollen, aber ich hatte ein bisschen Angst, dass der ein Schwert hat. Die gute alte Salzkartoffel. Nein! Lasst mich in Ruhe! Zack. Okay, einer weg. Okay, Leute, das war eine entspannte Runde. Ey, komm, ich kann alle töten. Ich kann alle töten, wenn ich den jetzt kriege. Nein! Hat er jetzt nicht gemacht, ey, das ist so bitter. Alter, GG. So. Okay, das war jetzt unerwartet, dass die Runde glatte 6 Minuten geht. Also letztes Mal war das auf Tuk Tuk Island. So, okay, er hat geschrieben, bist du gut, Alter? Da habe ich erstmal geschrieben, danke, Kurzop auf YouTube, damit er mich so wiederfindet, ja. Und weil ich habe ihm vorher nicht gesagt, dass es eine Aufnahme ist und ja, auf jeden Fall habe ich ihm da gut Sachen gesnackt. War cool, war eine coole Runde. Und wenn es euch auch so gefallen hat wie mir, also ich finde, dass ihr jetzt so zwei totale Gegensätze bekommen habt auf Tuk Tuk Island, einmal eine Stunde und einmal 6 Minuten. Würde ich sagen, lasst dir ein Like da. Außerdem waren wir zu zweit, ja. Irgendwie bin ich gerade gut abgegangen. Und ja, also lasst doch ein Like da. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, was ich euch noch sagen wollte. Viele haben mich gefragt, wegen dem Texture Pack noch. Und ja, ich sag jetzt einfach mal, ich mache dazu jetzt nochmal. Ich habe dieses coole Promotion-Video da gemacht, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und ich mache jetzt einfach nochmal eine langweilige, richtige Vorstellung davon. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Aber damit das auch wirklich jeden erreicht und damit auch jeder wirklich weiß, wie das downloadet, mache ich das. Auf jeden Fall sage ich es jetzt auch noch einmal. Ihr müsst einfach auf den Link unten in der Beschreibung gehen. Dann runterscrollen unter den Screenshots, da steht Download. Dann auf den blauen Download-Button klicken. Dann werdet ihr zur Mediafire-Seite weitergeleitet. Und auf der Mediafire-Seite müsst ihr nochmal auf so einen grünen Download-Button klicken. Dann könnt ihr euch das Texture Pack downloaden und dann habt ihr es. Und ja, unsere Website wurde jetzt auch komplett von der alten auf die neue geupdatet. Die neue ist auch in der Beschreibung jetzt, ab jetzt sofort. Und ist copsapp.weebly.de. Und ja, da findet ihr jetzt alles. Uploadplan wird jetzt im Moment noch besprochen. Packen wir dann aber auch da drauf. Ja. Die letzten 2, 3 Minuten hier habe ich jetzt noch so als kleines Info-Zeugs benutzt. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, ich kann mich nur noch mal wiederholen lassen, Daumen hoch da und abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns morgen wieder. Haut rein und ciao.